Der Aufwand zum Schutz der Menschen vor Strahlenbelastung sollte aber auch Kostenfaktoren mit einbeziehen. Dies ist die Aussage der Wirtschaft. Wir befinden uns inzwischen in einem riesengroßen Dilemma, bestehend aus Interessenskonflikten zwischen der Wirtschaft und der Politik in bislang nie dagewesener Form. Und das nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Am gestrigen Tag, dem 27.11.2017, stimmte Christian Schmidt von der CDU der Verlängerung des Einsatzes von Glyphosat, einem Totalherbizid, zu. Und dieses zeigt mir, wie wirtschaftsnah die Politik doch inzwischen agiert. Die folgenden zwei Beispiele sollten jedem von uns aufzeigen und bewusst werden lassen, dass die Wirtschaft nur im wirtschaftlichen Interesse handelt und sie nicht an der Gesundheit des Einzelnen interessiert ist. Ein Fass auf dem Meeresgrund, versunken vor Jahrzehnten, der Inhalt Atommüll. Mehr als 200.000 Atommüllfässer verrosten vor den Küsten Europas. Eine Zeitbombe? Die Recherche geht zurück in die 60er Jahre. Die Kernforschung läuft auf Hochtouren. Das Atomzeitalter hat begonnen. Aber es gibt ein Problem. Wohin mit dem Atommüll? Report Mainz lüftet ein gut gehütetes Geheimnis der Bundesregierung. Auch Deutschland ließ Atommüll ins Meer kippen. Ein vertrauliches Sitzungsprotokoll aus dem Jahr 1962 nennt den Grund. Die Kosten bei der Zwischenlagerung vermindern sich bei einer endgültigen Beseitigung durch Versenken in das Meer besonders augenfällig. Verwendung billigster Behälter. Die internationale Versenkung von Atommüll, Deutschland hatte sie angestoßen. Das beweist dieser amtliche Vermerk. Danach findet auf Anregung eines Referats im Bundesforschungsministerium die erste internationale Versenkungsaktion statt. Deutschland, England, Frankreich, Belgien und die Niederlande sammeln mehr als 10.000 Tonnen Atommüll. Die strahlende Fracht wird die Topaz 1967 ins Meer werfen. 1993 wurde das Verklappen von Atommüll im Meer weltweit verboten. Doch die Atomindustrie fand andere Wege. Sie versenkt jetzt keine Fässer mehr. Sie baute kilometerlange Unterwasserrohre, aus denen jetzt radioaktives Abwasser ins Meer fließt. Eines dieser Rohre liegt in der Normandie. Es kommt aus der französischen Wiederaufarbeitungsanlage La Hague. Auch hier protestierte Greenpeace. Unter Wasser. Für die Umweltschützer ist klar, diese Entsorgung per Rohr zerstört die Umwelt. Genauso wie die Verklappung von Fässern. Der Vorteil für die Atomindustrie? Keine negativen Schlagzeilen mehr wegen der Fässer. Denn die Entsorgung per Rohr bleibt der Öffentlichkeit verborgen. Wir sind zurück in den Laborräumen von ACRO, der Bürgerinitiative. Das Seegras, das hier gerade von Freiwilligen gebracht wurde, hat einen fünffach höheren Tritiumwert als vom französischen Betreiber Areva angegeben. Jetzt ist klar, warum die Bürger selber messen. David Boyer hat Meerestiere vom Markt mitgebracht. Pierre Barbet, ein Molekularbiologe, erklärt uns, was in den Tieren passiert. Wir wissen mittlerweile, dass es sehr wohl einen Austausch gibt zwischen der Tiefsee und den oberen Wasserschichten. Die radioaktiven Gifte reichern sich in der Nahrungskette an. Dieser kleine Wurm hier zum Beispiel kann 2.000 bis 3.000 Mal mehr Radioaktivität in sich haben als seine Umwelt. Der wird gefressen vom nächstgrößeren Lebewesen und so weiter. Am Ende der Nahrungskette haben wir in Krabben dann Schäden in den Geschlechtszellen festgestellt. Und diese Schäden, diese genetischen Defekte werden von einer Generation auf die nächste vererbt. Und diese Erbschäden treten bei Menschen genauso auf wie bei Tieren? Yes, yes. Ja, ja, eine tierische oder menschliche Zelle, das ist das Gleiche.
Vor den Küsten Europas. In Kegelrobben findet man hochgiftiges Plutonium. In Schweinswalen findet man radioaktives Cäsium. Welche Auswirkungen das auf zukünftige Generationen hat, ist unbekannt. Seit Jahren beunruhigt ein mysteriöses Rindersterben in Europa. Tiere kommen missgebildet zur Welt. Milchbauern verlieren ihre Existenz. Landwirte und deren Familien erkranken. Hat das weltweit meist eingesetzte Pflanzengift Glyphosat damit zu tun? Rückstände des Pestizids werden seit langem in Lebensmitteln gefunden. Das war die Hölle hoch 10. Wo wir das gesagt haben, dass wir Probleme hatten, also bevor wir ins Krankenhaus gekommen sind, hatten wir das Gesundheitsamt bei uns auf dem Hof, also von der Humanmedizin. Die haben gesagt, das ist kein Problem, ihr könnt ja mit Masken die Kühe melken, ihr könnt Schutzanzüge tragen, ihr könnt euch jedes Mal nach dem Melken duschen. Und wenn man Kühe melken soll mit Schutzanzügen und Handschuhen und sich jedes Mal duschen muss, ich frage mich dann, warum sollen wir denn noch die Kühe melken? Dann ist das doch ein hohes Problem, was wir im Betrieb haben. Eine erstaunliche Schlussfolgerung? Eher nicht. Denn Glyphosat ist das Pflanzengift, das weltweit am meisten eingesetzt wird. Der US-amerikanische Weltkonzern Monsanto hat es entwickelt und auf den Markt gebracht. Unter dem Produktnamen Roundup findet es sich heute in nahezu jedem Garten- und Baumarkt. Mittlerweile haben fast alle großen Hersteller Unkrautmittel auf Glyphosatbasis im Angebot. Aber Glyphosat wird auch in riesigen Mengen in der Landwirtschaft eingesetzt. Es ist ein Totalherbizid, das alle natürlichen Pflanzen tötet. Deshalb wird es häufig vor der Aussaat angewendet, um erst einmal alle Pflanzen auf dem Feld totzuspritzen. Den Feldern sieht man an, wo Glyphosat gespritzt wurde und wo nicht. Und selbst kurz vor der Ernte wird oft noch einmal Glyphosat gespritzt. Das Getreide stirbt dann ab und das Korn an den vertrockneten Stängeln kann leichter eingebracht werden. So kommt Glyphosat zum einen vom Feld zurück in die Ställe. Aber es findet sich dann auch in Brot und Brötchen, mit Folgen für uns. Im Jahr 2012 zeigte sich bei einer stichprobenartigen Untersuchung in 18 europäischen Städten, fast die Hälfte der Menschen hatte Glyphosat im Urin. Nachdem wir diese Fakten nun gesehen haben, müsste eigentlich ein riesengroßer Aufschrei durch die ganze Weltbevölkerung gehen. Tut es aber leider nicht. Und warum nicht? Weil es kaum einen interessiert. Ja, die Fakten sprechen alle für sich. Und wenn wir unseren Kindern und Kindeskindern noch eine gewisse Lebensqualität auf diesem Planeten zusichern wollen, dann müssen wir endlich alle etwas dagegen tun. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Video.